Die Rizarthrose oder auch Daumensattelgelenksarthrose genannt ist eine der häufigsten Arthrosen an der Hand. Hierbei kommt es zu einer Abnutzung zwischen dem ersten Mittelhandknochen und dem großen Vieleckbein. Das Daumensattelgelenk ist für die Beweglichkeit des Daumens sehr wichtig, da ein Großteil der Daumenbeweglichkeit in diesem Gelenk durchgeführt wird. Circa 10% der österreichischen Bevölkerung sind von diesem Krankheitsbild betroffen, wobei die Häufigkeit im zunehmenden Alter stark ansteigt. Frauen sind circa 10-mal so häufig betroffen wie Männer und etwa 50% der Frauen nach der Menopause leiden unter einer Arthrose im Daumensattelgelenk. Als Ursachen für die Daumensattelgelenksarthrosen gelten zum einen die vermehrte manuelle Belastung, zum anderen die Instabilität durch Hormonumstellungen oder Bandinstabilitäten. Betroffene Personen klagen vor allem über Schmerzen an der Daumenbasis. Diese haben sie vor allem beim Öffnen von Flaschen oder zum Beispiel Marmeladengläsern. Als konservative Therapiemöglichkeiten zählt hier zum Beispiel die Schienenruhigstellung oder die Infiltration mit Cortison, Hyaluronsäurepräparaten oder Eigenblut. Sollte es durch die konservativen Therapiemöglichkeiten zu keiner Besserung der Beschwerden kommen, wäre eine Operation möglich. Hierbei ist es möglich, das große Vieleckbein zu entfernen und den entstandenen Platz durch einen Sehnenstreifen aufzufüllen. Alternativ wäre hier auch das Einbringen einer Totalprothese möglich. Die Operation selbst, egal welche der beiden Methoden verwendet wird, dauert ca. 45 Minuten. Anschließend kommt es zu einer Ruhigstellung des Handgelenks mit Einschluss des Daumens für ca. 5 Wochen. Anschließend wird mit Bewegungsübungen begonnen und die Belastung langsam gesteigert. Hierbei ist allerdings zu erwähnen, dass das Greifgefühl nach einer Operation immer anders ist, als es zuvor war. Darum sollte man versuchen, eine Operation so lange wie möglich hinauszuzögern. Sollten Sie unter diesem Krankheitsbild leiden, kommen Sie gerne bei mir in der Ordination vorbei. Ich freue mich auf Sie.